Erste Kurve. Oh, kommt hier ein Pfeil raus. Das ist auch mit viel Sprit hier zum Rennen unterwegs. Heißt, ich muss erstmal natürlich wieder an das Gesicht gewöhnen. Jetzt die Gerade hier runter. Und möglichst viel Schwung mitnehmen hier durch Urush durch. Ja, wackelt ein bisschen der Wagen, aber bringt das hier gut durch. Und jetzt einfach nur auf dem Gas stehen bleiben, die ganze Zeit. Natürlich schöne Windschattenbilder auch möglich. Und nächste Schikane anbremsen, kommt hier gut und sauber durch. Dann der Knick hier rechts raus auf die kurze Gerade, ist auch meistens voll beschleunigt. So, dann an die Kurve, die ist relativ lang, fordert das auch ruhiges Handling. Kurve geht auch wieder fast voll, ausgeschleunigt raus, den Wagen trägt dann teilweise auf den Curb aus. So, die anschließende links wird sehr spät angebremst und sehr heftig eingelenkt, oder man gerade gesehen, der Wagen übersteuert so sehr. Dann wieder voll auf dem Gas stehen und rausstellen und wieder spätes Bremsen für die nächste Rechts-Kombination hier. Hier braucht man besonders einen Öleffekt, um die Kurve optimal zu nehmen, und lässt man hier auch im zweiten Sektor jede Menge Zeit liegen. So, und diese rechts raus kann man meist weit rausfahren. In der Sektorzeit auf Bestzeitkurs. Und jetzt geht es wieder hoch zu Blanchiment. Und eine der schlechten Kurven, die es generell gibt. Hier auch etwas auf den Körper rausfahren, geht aber alles noch. Und jetzt die Neubassstadt. Die alte Bassstadt war irgendwie reizvoller, muss ich gestehen. Und hier ist auch nicht wirklich zu viel Grip in der Kurve. Beschleunigt jetzt raus, bleibt auf der Linie, um einen möglichst kurzen Weg zu haben. Und steht jetzt auf Platz 2. Und ja, es kehrt zurück und geht in die Box zurück. Ja, danke Marinos für die Runde hier. Ja, auch ein wenig handicapped heute. Deswegen kein Live-Kommentar heute leider von Ihnen. So, na, die Nun-Taste sollte man doch mal wieder aktivieren, dann kann man auch umschalten. Jetzt im Bild hier Kai Knebel. Momentan führender. Tja, da war ja nichts mit 1000 Runden testen hier. War eine sehr spontane und schnelle Umgewöhnung. Aber trotzdem super dabei, die SKS-Piloten. Machen hier das wirklich Beste aus der Situation und vorhin im Qualifying war schon Topspeed, speziell bei den Piloten hier im BMW Alpina. Von 277 km/h, das ist also absoluter Topwert hier gewesen, wie ich das sehen konnte. Hasso Osterkamp war dann schon mit 270 etwas langsamer. Hat allerdings auch bei den Piloten dann gesehen, die so einen extremen Topspeed haben, wirklich in dem zweiten Sektor, wo es auf die Kurven ankommt, durch etwas Zeit liegen lassen mussten. Das ist natürlich immer das Schwierige an der Strecke. Worauf stimme ich mehr ab? Mehr auf die Geraden, mehr auf die Kurven. Da ist wirklich der beste Kompromiss gefragt. So, Martin Wohmann auf Platz 4 und wo in der Box. Dominik Wabitz dafür hier auf einer weiteren Runde. Und Michael Welle schiebt sich auf Platz 4 da oben. Eine Sekunde Vorsprung nach dem zweiten Sektor für Dominik Wrabitz. Das wird jetzt mal eine Ansage. Wenn wir ihn soweit auf der Gerade noch verfolgen können, können wir mal schauen, wo sein Topspeed-Wert liegt. Denn so generell sind ja die Piloten hier vom SRC AG-Team
mehr auf ihren Trieb bedacht gewesen bisher in den anderen Rennen. Und setzt sich auch in die Spitze jetzt in einer Zeit von 2 Minuten 4 Sekunden. Punkt 569. Damit etwas über eine Sekunde vor Kai Knebel. Umgefahren ist er nicht richtig logisch. Ah, ein bisschen länger, aber hier bleibt er nicht schön durch. Knapp 240 wird hier logisch. Ja, das ist schon ordentlich ein bisschen hoch. Ja, es ist noch etwas langsam am Kopf. Knapp an die 270 hier ran. Und dann bleibt die nächste Kurve von 110 hier an. So, kommt er längst weit raus. Ui, ihr müsst den Wagen hier gut abfangen, dass das noch nicht direkt irgendwo in die Leitplanken geht. Tja, jetzt noch eine Reparatur für die Mechaniker, kurz vorm Rennen. Wäre natürlich nicht so toll. Die Zeit des Warm-Ups läuft jetzt auch ab. Tja, meine Damen und Herren, uns erwartet jetzt ein 3-Stunden-Rennen. Das wird für die Piloten hier irrsinnig hart. Normalerweise würde ich jetzt sagen, irgendwie fahren wir bis tief in die Nacht. Also was die Realzeit angeht, natürlich schon. Apropos Nacht, Carsten, muss natürlich auch für morgen dran denken, die Uhren umzustellen. Das macht mein Computer für mich. Das ist natürlich perfekt. Aber ich muss ehrlich sagen, hätte ich gestern nicht die Meldung von Windows bekommen, dass es automatisch die Uhr umstellt, hätte ich es glatt vergessen. Ja, es ist jetzt in der Zeit, wo alles hier natürlich automatisiert abläuft und per Funk und was auch immer. Hat man es natürlich nicht mehr so im Blick. Da wacht man am nächsten Tag auf und ist eine Stunde später mal wundern sich, hey, doch so lange geschlafen. Wann wird eigentlich jetzt die umgestellt? Ja, in der Nacht jetzt von Samstag auf Sonntag. Also, wenn du morgen früh Formel 1 gucken willst, dann. Ja. Hab die Zeit im Blick. Ja, ich sehe schon, komm, ich stehe eh eine Stunde zu spät auf. Da wird jetzt eine Stunde vorgestellt, die Uhr, das heißt eine Stunde weniger schlafen. So, und auf den letzten Metern auf jeden Fall nicht eingeschlafen hier, Kai Knebel. Legt da immer noch ordentliche Zeit hin. Was kommt? Rausbeschleunigen und 202, 203. Ja, schafft es nicht ganz. Aber bleibt auf Platz 2. So, ja Carsten, wenn wir uns die Zeiten jetzt hier im Warm-Up mal aufs Rennen ummünzen. Sieht natürlich für das SRC AG-Team, im Speziellen hier für Dominik Wrabitz, sehr gut aus. Martin Fuhrmann ja. Bisher nur auf P7. Das weiß natürlich nie wirklich genau, wie viel Sprit die Jungs da jetzt. Er hat ja eben Starten. Gesagt, sein Auto war noch in der letzten Kurve unruhig. Das wird er wahrscheinlich jetzt erstmal ausgemerzt. Zumindest hoffen wir es, dass er das jetzt natürlich dann noch erledigen konnte. So, jetzt sind wir hier in der Vorstartphase. Die Piloten haben jetzt gleich Zeit, in die Startaufstellung zu fahren. Schalten wir mal auf unserem Powermann Martin Fuhrmann. Ja, er fährt jetzt gerade aus der Box raus. Langsam durch die Boxengasse durch. Wir werden gleich mal sehen, ob sich jetzt auf eine einheitliche Boxenausfahrt geeinigt wurde. Es gibt ja quasi zwei Möglichkeiten. Er nimmt auch die richtige. Ja, eine lange Boxengasse hier. Das heißt, hier wird es natürlich dann auch im 3-Stunden-Rennen entscheidend sein, wer mit dem Sprit am besten haushaltet und natürlich den Reifen. Dann macht er gleich mal Licht an. Aber ganz so dunkel ist es ja jetzt nicht.
So, Lufttemperatur liegt momentan bei 26,9 und die Streckentemperatur bei 27,1 Grad. Streckenlänge hier etwa knapp über 7 Kilometer. Also da ist wirklich eine sehr, sehr lange Runde, die wir hier haben. Versucht natürlich hier jetzt bei der Fahrt in die Startaufstellung möglichst auch noch Sprit und Reifen zu sparen. Wer die wenigsten Stopp macht, der hat natürlich auch die besten Chancen hier ganz vorne zu stehen. Bei der Boxengasse ist natürlich einiges an Zeit, die da drauf geht. Ja, vielleicht Ja, das stimmt. durch günstiges Fahren, ja, bei 3 Stunden ist das jetzt nicht die absolut mega lange Distanz, sag ich mal, aber. So, ich sehe jetzt gerade hier einen zweiten Monitor, dass unser Auto jetzt hier disqualifiziert wurde. Gut, das soll uns jetzt nicht unbedingt weiter stören. Auch wenn es mich etwas wundert. Aber egal. Ja, Fahrerwechsel sind erlaubt, also Piloten könnten, sofern sie jetzt einen Teamkollegen haben, der sie noch ablöst, könnten ja auch beim Boxenstopp Fahrerwechsel durchführen. Meines Wissens ist jetzt aber keiner der Fahrer da, der das hier in dem Rennen tun möchte. Sie werden alle hier die Distanz über die 3 Stunden komplett selbst fahren müssen. Ist natürlich schon ziemlich Distanz, Carsten. Also was die dann hier leisten müssen, was meinst du da als ja aktiver Pilot hier? Ja, ich denke, das ist schon, also 3 Stunden ist schon grenzwertig. Ja, ist schon wirklich eine irrsinnig lange Distanz für einen einzelnen Fahrer komplett zurückzulegen. Auch bei Also, dem Wagen, ja. für einen einzelnen Fahrer ist das eigentlich fast schon zu lang. Also, ich könnte durchaus sein, dass jetzt am gegen Ende vom Rennen halt jetzt Leute anfangen, dann halt, weißt du, halt so ein bisschen na, wie sagt man, die Konzentration so ein bisschen in den Keller geht, sag ich mal. Und dann am Ende noch ein bisschen Kernschrott produziert wird. Was wir natürlich nicht hoffen, aber es könnte passieren.
Sag mal, Carsten, wie wichtig ist hier wirklich dann speziell die Bremsen auf Temperatur zu bringen, wenn ich so an die erste Kurve denke? Ja, das wird wichtig sein. Vor allem würde ich die halt noch, was heißt, fast überhitzen lassen. Also ich kann sagen, so, dass ich so mache, dass die halt, wenn ich in meine Startposition roll, dass die so um die 1000 Grad haben, sodass die, wenn dann der Start halt ist, dass die dann noch so um die 700 Grad haben. Und hier würde ich es vielleicht sogar noch extremer machen, weil man hat ja jetzt hier nur die erste Kurve, wo man anbremsen muss, die Lasur ist, und dann, was weiß ich, ein, zwei Kilometer, wo es halt quasi nur geradeaus geht, und da werden die Bremsen halt dann wahrscheinlich auch ziemlich auskühlen. Ja, natürlich dann der sehr wichtige Faktor hier. Und ja, die Reifen natürlich auch dann speziell für die Eau Rouge. Ist ja auch kein unwesentlicher Bestandteil jetzt der Aufwärmphase hier. Wir sehen schon wildes Schlangenlinienfahren bei Martin Fuhrmann. Natürlich auch die Vorderreifen für die erste Kurve muss sich gut einlenken können, nicht man zu weit rauskommt. Ja, Streckentemperatur ist langsam nach oben gegangen, sehe ich auch. Also Lufttemperatur eigentlich unverändert. Aber die Sonne, die jetzt ein bisschen rauskommt, dass ich die Wolken sehe, sehe ich da so ein paar kleine Lücken. Das reicht ja in Aden anscheinend schon dazu, dass die Strecke sich ein bisschen aufheizt. Also Grip sollte vorhanden sein für die Fahrer. Wenn ich immer so aus dem Fenster rausgucke, ja, da hinten natürlich auch wieder einiges an Wolken. Aber unser Wetterradar sagt ja, dass in den nächsten 3 Stunden auf jeden Fall kein Regen fallen wird. So, wir schalten mal in diese Sicht, dass wir jetzt mal den Start hier anständig sehen. Ja, alle Piloten stehen. Hoffe ich zumindest. Und dann dürfte dann gleich Ampel angehen, ja, da geht sie an. Und, ja, das fährt hier auf die Reise. Start erwischen die beiden Zivilpiloten, auch die beiden Audis. Weiß der Viertplatzierte hier, der Henning Woddert, ja, ist fast ein bisschen überraschend runter, aber Henning Woddert übernimmt jetzt hier die Führung. Konnte etwas später bremsen, hat sich dann seinen Teamkollegen hier vorbeigeschoben. Das erste Mal durch die Eau Rouge, ein wildes Manöver hier. So, schalten wir nach hinten kurz ins Feld. Ist einer erwischt. Frank Bauer auf Platz 16. Gerhard Zeller. Ja, alle gut durchkommen. So, schalten wir nach vorne. Dominik Brabitz führt das Feld hier durch die erste Runde. Sein Teamkollege hat da schon den ersten der Audis direkt im Nacken. Das ist ausgerechnet Pete Grau. Die beiden, die sie auch ganz gut kennen.
Natürlich die ersten Runden wird erstmal geguckt, ist das alles in Ordnung ist am Auto, keine Feindberührung. Und dann wird so richtig Fahrt aufgenommen hier. So, jetzt kommen sie das erste Mal über Start hier. Ja, hier gibt es schon wilde Kämpfe. Hasso Osterkampf auf Platz 6. Sehe ich jetzt vorgeschoben. Beiden SKS-Piloten überleben sich da im Hintergrund. Kai Knebel auf Platz 7. Gerade im Warm-Up schnellster war. Er hat jetzt schon ein bisschen Probleme gehabt. Hier würde ich mehr auf Top-Speed gehen. Mal gucken, ob er jetzt den vollen Fahren etwas herankommen kann. Die jetzt auch aufpassen, mit vollem Auto durch die Rouge ist keine leichte Aufgabe. Und im Gegenteil, sein Teamkollege Manfred Schneider sehen Marino Rieger direkt im Nacken sitzen, beziehungsweise jetzt neben sich. Er brennt spät, der Marinus. Oh, und sie berühren sich ein bisschen. Eieiei. Das geht auch nicht so nachher. Jungs, das sind 3 Stunden lang. Ja, die geben sich hier schon auf den ersten Metern. Ja, der Thomas Rutter hat sie jetzt direkt vorbeigeschoben an Stefan Denecke. Der Stefan Denecke rudert direkt noch ziemlich. Das ist schon ein kleines Problem, wo man hätte, dass man vielleicht beim Start irgendwo eine Berührung hatte. Hinter ist ihm im Nacken der Joris Scheffart, im Nissan. So, kommt er weit raus. So, anbremsen. Und vorne gab es wieder einige Wechsel. Dominik Babelsberger in der schnellsten Runde. Michael Welle. Zurückgefallen auf Platz 7, er war vorhin auch noch vor Hans Osterkamp. Schon ein Problem hat in der Runde. Hier durch die Urusch durch, mit vollem Risiko, der Wagen springt hier richtig. Sehr gefährlich. Ich wundere, dass der BMW hier von Manfred Schneider so hätte ich hier auf der Geraden von Marinus Rieger attackiert werden können, weil eigentlich waren die BMWs ja, ich sag mal, auch schnell auf der Geraden. Und dass da der Porsche noch ein bisschen an Topspeed drauflegen kann, ist schon sehr interessant. Hier auf Platz 5 Hasso Osterkamp auch ordentlich unter Druck von Kai Knebel. Im zweiten Monitor sehen wir natürlich, dass Dominik Rabitz vorne und ich wechselt hier ein Problem. Uiuiui, kommen wir weit raus. Oh, weit raus gekommen von Hasso Osterkamp. Sind hier bei der Linie, zum Glück ist ja alles asphaltiert. Ebenso, genauso Michael Welle. Oh, wenn da nicht schnell der Boxenfunk eingeht und die gleiche Konzentration dahin. So, gleich beide SKS vorbei. Auch Kai Knebel hat sich da auch ein bisschen verleiten lassen von Hasso, ist da auch etwas weit rausgekommen, konnte seinen Wagen aber schneller und besser wieder auf die Strecke zurückbringen. Und Michael Welle auch weit draußen gewesen. Fällt hier noch weiter zurück. Kein gutes Wochenende für ihn hier. Aber das Rennen ist ja noch lang. Noch auf Platz 10 hier in der Welle. Ja,
danach immer recht wild, also die durch die Ruhe schwang. Oh, da war ein Pilot neben der Strecke. Oh, das ist... Oh, da hat einer sich kaputt. Da hast du alles. Ja, ich gehe mal kurz ins Replay. Wir schauen mal ganz kurz. Das muss wohl hier in der Rouge passiert sein. Der kommt da noch gut durch. Aber hier wird das super. Oh, die Schieferklärung der Strecke. Nochmal. Das apropos Boxenfunk. Der wird da wohl auch aktiviert heute. Ja, er hatte eine lange Fahrt zurück an die Box. Eieiei. Ja, Heckschürze weg. Frontsplitter weg. Ja, das wird ja dann ordentlich wild hier durch. Da wird der Blutdruck wieder etwas über der gewünschten Normalhöhe sein. Oh ja, wird hier jetzt in der Schnellkurve sehr weit rausgetragen, ja klar. Wagen ist arg demoliert. So, Thomas, du da? Dicht dran an Marinos Räder und auch vorbei. Hat ihn hier einfach ausbeschleunigt. Und Marinos Räder muss in eine weite Linie gehen. Thomas Sutter bisher nicht so auffällig gewesen hier. Heute im Rennen. Scheint ein gutes Setup auf dem zu haben. Und kämpft hier Stück für Stück nach vorn. Natürlich werkseitig unterstützt von BMW. Da muss ja was gehen. Ja, also die Z4s, die ich heute gesehen habe, die waren echt allererste Sahne. Ja, die gehen hier auch erste Sahne. Sehen wir vorne, die Beine ziehen weg. Oh, und hier auch. Wild über die Körbs rumpeln. Von Ritter. Setz ich jetzt hier neben. Ah, zieht nochmal zurück, neben Manfred Schneider. Zuck gerade nochmal zurück. So, jetzt gucken wir mal, wer hat mehr Flügel drauf? Wer kommt jetzt besser durch den zweiten Sektor? Ich meine, was den Topspeed angeht, ich weiß nicht, ob man noch weniger Flügel als die Piloten da vom SKS-Team haben kann. 277 auf der Geraden, das ist, glaube ich, bei dem Wagen schon irgendwo fast Oberkante. Ein höllischer Topspeed. Und bleibt hier aber noch vor, also der BMW M3, Thomas Sutter, kann ja auf jeden Fall im Mittelsektor nicht sehr viel dagegen tun. Hat hier auch ein bisschen wahrscheinlich mit der Dirty Air zu tun. Marinos Räder hat das jetzt hier auch im letzten Sektor sich geschnappt, kommt hier gut raus. Das nächste gerade Stück, das voll gefahren wird. Hier hat er ihn geschnappt, vor einer Runde. Und ist auf jeden Fall gut dran. Kann in eine engere Linie gehen. Hält ja auch gut in der Kurve, hier ein sehr unruhiges Heck. Aber geht hier kein Risiko ein. Ah, starke Verbremser vom SKS-Piloten hier. Das könnte er vielleicht nutzen, jetzt besser rausbeschleunigen, ja. Leicht schlitterndes Heck, aber... Die nächste Kurve liegt natürlich besser wieder für den Manfred Schneider. So, beide bremsen sehr spät. Oh, berühren sich da fast. Dominik Babitz vorne, der war mit fast schon 6 Sekunden in Führung. So, jetzt Thomas Sutter hier ein bisschen reinkommen. Oh, da ist das kaputt wieder. So, jetzt ist er dran am Heck. Geh auf den Windschatten. Und. Ja, Stecker zurück. Das, ja, wie gesagt, das ist ein Langstrecken. Ja, muss natürlich vorsichtig sein, dass er sich da nicht zu sehr verausgabt. So, Überrundung steht an. Mirko Meier. Auch mit Problemen hier. Ist noch hinter Hasso Osterkamp. Eieiei. Wir wissen ja, hast du arg eingeschlagen und. Muss da einige Zeit in der Box stehen. Ist aber wirklich unterwegs.
Ja, der so, BMW schlägt hier ganz schön Pumpen. Ja. Werde mir jetzt mal ein österreichisches Energy Drink aufmachen, weil ich sonst mit dem Stream einpennen werde. Da ist auf jeden Fall alle Stand um 7 Uhr. Ja. Ja, die Formel 1 Wochen in momentan sind sehr früh eingesiedelt. Oh, Thomas, naja, Rupert, kommt ja weit raus. Das ist der Nordschleife. Ja, ja. Da bist du natürlich nach einigen Zeit unterwegs. Ich glaube, ich habe insgesamt halt mehr als 5 Stunden auf dem Moped gesessen. Oh. Ja. Schon lange Strecken wieder auf dem Moped gewesen. Ja, mein Rücken dankt mir, dass ich jetzt so schön im Playseat sitze. Vorhin hätte ich gedacht, der bricht mir einen durch. Aber hier sieht man schon mal so in der Gesamttendenz, wie erwartet, dass hier die beiden SRC-AG-Piloten einfach. Ja, sagen wir es, die fahren den anderen weg. Ja, sehen Sie hier. Dominik Vrabec mit jetzt 6,4 Sekunden Vorsprung vor Martin Fuhrmann, der wiederum knapp über 7 Sekunden Vorsprung vor Peter Grau, oder auch Peter Grau hat. Welle jetzt noch auf 12, war der so weit hinten, oder? Michael Welle war bisher auf 10, wahrscheinlich weitere Probleme kriegt. Auf die Distanz. Ah, da hat er eine große Delle davon. Also. Oh, da kommt hier auch nicht so gut durch die Kurve. Oh, plötzlich. Das hat mich jetzt erschreckt. Jo, Schöpfer hat sich gedreht. Er hat ja aber keinen Einschlag in der Rouge gehabt. Das ist gerade mal zu sehen. Aber hat er entweder Feindkontakt oder irgendwo anders jetzt eine Berührung gehabt. Denn der Mercedes sieht auch ordentlich umgeht aus. Kann allerdings auch sein. Wieder zurück. Oh, und hier dreht er sich direkt wieder im Live-Bild. Dreht sich und der Heckflügel ist ab. Oh je. Das ist ein schwarzes Rennen. Ein schwarzes Rennen für Jungs von Chaos Racing. Der Name ist leider wieder Programm. Also, ich glaube, die Jungs müssen den Teamnamen wechseln. Oh, jetzt schleift auch noch ein Reifen. Also, der ist dann auch gleich platt. Das heißt, es wird noch mal schwieriger, zurück in die Box zu kommen. Oh, und hier schlittert er ordentlich. Ja, Namensprogramm. Das habe ich gewusst. Ja. Nein. Nicht durch meinen Schlange. Oh. Ja, man sieht, der Reifen ist eingeknickt. Ich kann dir sagen, woran das liegt. Ja? An den Felgen. Stimmt. Jungs, nehmt andere Felgen, nehmt Rennfelgen. Ich habe leider gerade keinen Werbespot für Felgen parat, aber es gibt da bestimmt ein paar Hersteller, die da welche anbieten würden. Ich muss meine Rumsterei entschuldigen, ich bin irgendwie etwas verhustet. Ja, das sehen wir dir auf jeden Fall nach. Ich hoffe, die Zuschauer auch. Aber ich denke schon. So, hier Frank Bauer. Heute allein im Stephen Frank Racing Team. Stefan Bukowatz musste den Termin nicht absagen. So, Schöpfer hat gerade noch einen Dreher. Jetzt wieder flott unterwegs hier. Platz 12 leider nur noch. Ja, auf Platz 11. Gerhard Zeller, wild über die Curves, kommt ja auch sehr weit raus. Einer der Piloten, der sehr viel Probleme hatte vorher mit der Strecke, was die Zuverlässigkeit. Der große Delle drin da vorne. Ja, wollte ich gerade sagen, der hat einen großen Kühleinlass da auf der einen Seite. Also, ja, man könnte das jetzt in 7 Minuten abwinken und dann wird jeder das anhand der Schäden als Bund drin identifizieren. Ja, das war schon ein bisschen knapp draußen. Ja. Gucken wir nach vorne. So, hier. Bob ist Cordes. Stimmt, da war ja noch einer. Dann habe ich mich natürlich jetzt gehört. Hier. Stefan Dänecke, Bob ist Cordes. Ja, die beiden natürlich. Bob ist Billy Gonzales. Wo fällt jetzt Bob das Rieder?
Marino Frieder fährt schon zurück. Dies ist wahrscheinlich der Ersatzwagen, denke ich mal. Den das Team freundlicherweise zum Verfügung gestellt hat. Der Ferrari hat hier deutlich Probleme gemacht. So, und Thomas da immer noch im Zweikampf mit Manfred Schneider. Bevor Kai Knebel, der dich dann jetzt an Henning Wollert, schauen wir, ob er auf der Geraden jetzt eine Chance hat. Wie gesagt, die beiden haben einen exorbitanten Topspeed. Wir schauen noch auf, er hat nur 267. Hier, also knapp 274, ist auf jeden Fall jetzt im Rennen. Etwas langsamer, als wir vorhin im Quali noch waren. Natürlich waren wir da auch noch leer. Aber natürlich auf der Geraden ein Speed-Vorteil. War auch ein bisschen Windschatten noch dabei. Jetzt kommt es aber wieder auf den zweiten Sektor an. Wenn er da dranbleiben kann, dann könnte er vielleicht im letzten Sektor versuchen, da nochmal vor der neuen Busstop auszubremsen. Ist auch so mit einem hohen Risiko mal verbunden, da der Wagen war ja zu stark im Bremsen und doch vielleicht auch mal hinten ausbricht. Also immer einen Balanceakt hier. Und zwar, oh hier, Henning Wollert kommt weit raus. Oh, schlägt ja ein. Ei, Witzka. Hier geht's aber ganz schön zur Sache. Ja, ich weiß nicht, ob die schon so wirklich verinnerlicht haben, dass das Rennen über 3 Stunden geht. Also, die Jungs haben eine verdammt lange Distanz. Und wenn sie ihre Autos jetzt hier komplett zu Schrott fahren. Meine, der Henning hat jetzt gerade gut hingekriegt, dass er nicht eingeschlagen ist. Dann bestimmt ein paar Runden vorher, aber Michael Welle ja übelst abgeflogen. Und Henning Wolle war ja generell auch sehr flott eigentlich unterwegs. Natürlich die neue Strecke, die jetzt kurzfristig eingesetzt werden musste, hatten speziell die beiden Autopiloten, Peter Rau sagte es ja vorher auch im Interview, ein bisschen Probleme, ihr Setup abzustimmen. Die SAC AG-Jungs mit dem BMW Z4, die momentan da vorne auf 1 und 2 rumfahren, kamen da recht gut zurecht. Daher ist natürlich jetzt schwierig, sich dann kein Setup hatte, was gut drauf ging. Oh, er geht jetzt auch in die Box. Ah, der erste Stopp. Mirko Meier sehe ich auch in der Box. Oh, Mirko Meier ist auch ausgestiegen. Jetzt gerade. Sein Wagen hier anscheinend mit Totalschaden abgestellt. Gerhard Zeller ebenfalls. Michael Welle fährt noch. So, jetzt den Pitstop hier von Stefan Dänecke. Mal gucken, Henning Wollert müsste eigentlich früher wieder loskommen. Und wir gehen immer noch mal auf das Duell hier. Thomas Sutter, die Manfred Schneider, und Thomas Sutter ist vorbeigegangen. Hat ihn also endlich geknackt. Aber Manfred Schneider lässt natürlich nicht locker hier. Ja, die beiden kommen hier ganz gut durch die Kurvenkombination. Haben ihre Linie hier gefunden. Wenn es hier so weitergeht, da können wir mit dem, was hier in der Schottraum liegt, noch ein paar andere Autos bauen. Ja, der Ersatzteil hier soll es nicht mangeln, ja. Da müsste ich ja fast nochmal einen Wagen zusammenbauen, ja. Gucken, ob noch einer seinen Motor verliert. Oh. Da, der Thomas da. Harten Bremsung, oder? Kam ordentlich in Schwierigkeiten. So, ich bin mal ganz kurz am Telefon. Yep.
So, ich habe mal auf Thomas Sutter geschaltet, den BMW M-Power-Piloten im BMW M3 GT2. Hier verfolgt von Manfred Schneider. Ist jetzt selbst auf den Fersen von Kai Knebel. Aber der Abstand scheint ziemlich konstant zu bleiben. Bilde mir ein, dass der BMW hier in den Kurven, also der weiße BMW hier in den Kurven etwas besser geht, aber dafür die weiß-blauen BMWs etwas auf der Geraden auf dem Thomas gut machen. Ja, mir fällt jetzt auf, Dominik Vormann ist weg. Was ist denn da passiert? Martin Fuhrmann hier jetzt auf der 1. Ja, wo haben wir Dominik Vormann? Das wäre jetzt hier die Frage. Oh, hier, die demolierten Chaos-Piloten. Ja, okay, das hört sich jetzt. Ach so, der macht da einen Boxenstopp. Ich habe schon gedacht, wo ist der denn hin? Aber scheint ein Ort nicht allzu viel kaputt zu sein. Wenn überhaupt was kaputt ist, wollen Sie mal das Auto genau angucken. Also er scheint einen ganz regulären Boxenstopp jetzt hier eingelegt zu haben. Fälschlicherweise könnte jetzt der Eindruck entstehen, dass hier das grün-schwarze Auto hinter dem Martin der zweitplatzierte Peter Grau ist, was nicht der Fall ist. Überrundeter. So, schauen wir nochmal Peter Grau ans an, der hier auf Platz 2 ist mit dem Audi R8. Auf Platz 3 sind durch den Boxenstopp von Dominik Vorabetz Kai Knebel vorgerückt. Danach Thomas Sutter und Manfred Schneider steht auch in der Box. Hier haben wir gerade da links gesehen. Auf Platz 7 jetzt Boris Cordes oder Cordes, muss ich mich nochmal genau erkundigen. Kommt jetzt hier auch über die Start- und Ziellinie. Marinus Rieder sind wir hier auf Platz 5 schon. Also ihm scheint jetzt der Porsche deutlich besser zu liegen als der Ferrari. So, hier mal kurz die Position im Schnelldurchlauf.
Ja, das Rippfahrt auch schon auf 7. Das liegt wahrscheinlich bei mir. Ihm scheint die Strecke und das Auto ganz gut zu liegen. Also er ist relativ weit vorne. Natürlich jetzt auch durch ein paar Boxenstops bedingt die paar Positionen, die jetzt noch weiter nach vorne gekommen ist, aber scheint ihm ganz gut zu liegen, die Strecke hier, mal abgesehen von dem Dreher vorhin. Frank Bauer im S&F Racing Team mit der Corvette. Haben wir hier auf Platz 8, wird hier gleich, nein, wird nicht überrundet. Aber ich denke, innerhalb der nächsten paar Runden wird dann Dominik Flavitz hier auf Frank Bauer aufschließen und ihn dann kaltblütigst überrunden. So, wieder da. Ja. So. Hier war deine Führung. Ja. Ja, während du nicht da warst, vielleicht kurz der Rundmann, Manfred Schneider und Dominik Flavitz an der Box, die sind jetzt beide relativ weit zurückgefallen. Dominik Flavitz müsste jetzt hier auf Platz 8 sein, nachdem er vorhin auf Platz 9 war und sich schon an Frank Bauer vorbeigeschoben hat. Ja, sieht man schon, vor einer Runde war er noch dahinter und jetzt hat er schon einen gefühlten, naja, wie viel sie nennt, 5-6 Sekunden Vorsprung, also er ist schnell, kannst du ja sagen. Ja, er ist wirklich verdammt flott da unterwegs. Macht hier Meter um Meter gut. Sein Teamkollege bleibt da auf jeden Fall noch ein bisschen länger draußen. Ja, also mich hat das auch gewundert, dass der so früh reingegangen ist. Ja, vielleicht hat er auch ein Problem gehabt oder ja, er ist natürlich auch verdammt schnell weggezogen. Also Martin Fuhrmann ist eigentlich nicht langsam. Vielleicht hat er die Reifen ein bisschen zu hart rangenommen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er jetzt... Also eigentlich sind die ja Martin Fuhrmann und Dominik Flavitz eigentlich gleichwertig, kann man das ja ungefähr so sagen. Und dass er dem so weggezogen ist quasi am Anfang, kam mir schon spanisch vor. Vielleicht hat er auch einfach viel weniger getankt und wollte am Start jetzt erstmal ein bisschen Feuerwerk abrollen und hat jetzt voll getankt und fährt jetzt normales Speed. Das kann natürlich auch sein, hast recht. Und erstmal sehen, dass er am Start vielleicht echt gut wegkommt. Das ist richtig. Hat er auch geschafft. Also alle Achtung, hat er wirklich gut gemacht. Ich bin ja auch kein großer Taktikmensch. Ich mache das eigentlich immer, wenn ich halbwegs weit vorne stehe, dann immer weiche Reifen drauf im langen Rennen und ja, dort raus und erstmal versuchen, ein bisschen weiter nach vorne zu kommen. Ja, auf jeden Fall eine mögliche Taktik, das stimmt. So, Martin Fuhrmann ist rot unterlegt in die Box. Jetzt schauen wir mal, wie lange es bei Martin Fuhrmann dauert. Ich guck mal auf den Zeitenmonitor. Ist in der Boxengasse unterwegs. Jetzt auf Platz 2 zurückgefahren, schon hinter Peter Grau. Steht jetzt in der Box.
Updates von seinem Gladigan soweit abgefertigt. Neue Reifen, neuer Sprit. Marinos Rieder jetzt vorbeigezogen, ist jetzt auf Platz 3. Ja, und der Dominik ist nicht so weit weg. Gibt hier ordentlich Spaß. Und also man darf sich auch nicht. Ja? Ich kann mir schon vorstellen, dass das jetzt mit dieser Taktik, die Dominik Vorarbeit hier gewählt hat, alles sehr wohl durchdacht ist. Allerdings bleibt natürlich immer noch so eine gewisse Restwahrscheinlichkeit, dass Dominik Vorarbeit jetzt so vielleicht in den letzten 20 bis 10 Minuten jetzt der Sprit ausgeht und er dann nochmal in die Box muss und damit dann auf der Strecke vorher durch sein schnelles Fahren vielleicht so 7-8 Sekunden gewonnen hat, aber durch den zusätzlichen Boxenstopp dann noch mindestens eine Minute verliert. Das wäre natürlich bitter. Das stimmt, ja. Hier sehen wir hier in der Boxengasse. Da ist Martin Fuhrmann gewesen. Dominik hat ihn überholt. Ja, aber stimmt. Wer zuerst zur Box fährt, ja, quasi hat verloren. Also schafft auf jeden Fall, wenn es erstmal so sieht, die wenigsten Meter auf der Strecke. Und die Piloten haben ja, wie gesagt, auch nicht gerade viel Zeit, das Ganze hier jetzt wirklich auszutüfteln und zu gucken, welche Strategie ist am besten, wann muss ich reinkommen, wie viele Stops. Klar kann es natürlich auch so ausgehen, dass dann die anderen Piloten auch später auch nochmal entsprechend reinkommen müssen. Also es ist vielleicht nicht unbedingt jetzt das Schlechteste ist, aber es ist natürlich immer die Gefahr ist immer da. Also daher, wenn wir jetzt sehen, wie sich das Ganze hier entwickelt. Auf jeden Fall Dominik Brabel jetzt wieder vor Martin Fuhrmann. Peter Grau jetzt in Führung. Ja, Marinos Rieder und Boris Cordes dahinter. Ja, und die beiden Sorgenkinder hier, die Jungs vom Chaos Racing Team. Im Zeitmonitor ganz hinten, Hasso Osterkamp jetzt gerade auf dem Weg zur Box. Jetzt in der Boxengasse. Die Rundenzeiten, ja. Jetzt natürlich jetzt, also für die ganz, ganz, ganz schwer, jetzt noch irgendwie in eine halbwegs passable Position nach vorne zu kommen. Klar kann es natürlich sein, dass jetzt auch ein paar andere noch irgendwann im Verlauf des Rennens ihr Auto wegwerfen. Aber, die haben hier halt jetzt quasi ihr Schicksal schon besiegelt, dadurch, dass sie jetzt in der ersten Viertelstunde, was glaube ich, beide ihr Auto quasi zersägt haben. Und sehr gut zu fahren wird das jetzt auch nicht sein. Das stimmt. Hast du auch dann irgendwie auf der Strecke? Ja, ist auch wieder hinter Michaela jetzt zurückgefallen, natürlich dadurch. Noch die Zeiten der beiden nicht die besten. Ja, bei so einem Langstreckenrennen stellt sich dann jetzt doch die Frage, ob man das jetzt nicht. Also, man hat ja bei R-Faktor die Option, ob man nur die verlorenen Teile wieder ansetzen lassen will oder auch komplett jeden Schaden reparieren will, was natürlich auch viel länger dauert. Dadurch, dass es halt so lang dauert, ist es halt in den Sprintrennen oder in den normalen 1-Stunden-Rennen eigentlich keine Option, aber im 3-Stunden-Rennen wird es dann vielleicht auch wieder aufgehen, durch die Zeit, die man dann halt mit dem kaputten Auto verlieren würde. Das stimmt, ja. Das ist auch speziell im Bereich des Top-Speeds sind beschädigte Autos auch sehr benachteiligt. Das heißt, damit Schäden an der Aerodynamik geht eine Menge an Speed verloren. Das heißt, gleich mal 10 km/h auf der Geraden weg. Und ja, also Reparatur wird sich da über ein Langstreckenrennen natürlich auf jeden Fall rentieren. Na, die Zeit holt man auf jeden Fall wieder raus. Ja, und Dominik Vrabitz schiebt sich hier jetzt sehr dicht an Boris Cordes ran und wird ihn wahrscheinlich einfach gleich mal ratzfatz überholen. Ja, tut er jetzt schon. Boris Cordes verbremst sich
Und Dominik Brabitz nimmt das als ein Dankeschön entgegen und schiebt dich hier direkt vorbei. Ja, Boris versucht natürlich mal dran zu bleiben. Ist natürlich sehr schwierig, sehr heikel jetzt hier in der Rouge. Er kommt weit raus. Das ist das Problem. Wenn ich so dicht dran bist in der Rouge, dann kann das auch gleich mal schief gehen. Dann wird das ja... Ja, 270 ist auf jeden Fall ordentlich, ja, und hier ist auch dran. Ja, da schiebt er ihn gleich mal an. Dominik kann das Auto ja noch gerade so abfangen. Aber jetzt hat er ein paar Meter zwischen sich und den Speedy Gonzales-Fahrer gebracht. Dürfte erst in Sicherheit sein. Wir haben jetzt die Referenz-Topspeed so von ungefähr 270. Können wir uns hier gleich mal anschauen, wie das jetzt bei den Chaos-Piloten aussieht. Naja, Chaos-Piloten hört sich jetzt etwas abwertend an. Ja, leider wirklich ist der Name hier Programm. Die Jungs vom Chaos Racing Team, Michael Welle und Hasso Osterkamp, liegen hier weit zurück. Haben hier eigentlich kaum noch Chancen, großartig nach vorne zu kommen. Rundenrückstand für die beiden auf jeden Fall, sind die einzigen bisher, obwohl Joris Schöppwart jetzt auch langsam in den Bereich kommt. Nein, das war jetzt falsch. So, wen haben wir hier? Okay. Wer ist das? Das ist Peter Grau aus der Box, sehe ich gerade. Das muss Peter Grau also sein. Okay. Der ist hinter Marinus Wieler gerade zurück. Moment, ich will hier mal gerade, was haben wir denn hier? Ah, Mirko Meier hat... Okay. Mirko Meier, ja, der ist schon aus, der ist schon raus. Oh, das Auto sieht aber massiv zerstört aus. Ja. Da haben wir nochmal alles rausgebaut. Ja. Da haben sie ja anscheinend mal komplett auseinandergenommen. So, unser Wagen. So, dann. Das ist Gerhard Zeller. Gerhard Zeller, ja, das ist mein Kollege. Oha, das Auto sieht aber sowas von stark kontaminiert aus. Eieiei. Und hier. Wie die Gonzales-Pilot in der Box, wer das jetzt genau ist, vermag ich nicht zu sagen. Ich gucke mal im Zeitmonitor, das ist Boris Cordes, der in der Box. Tja, der Chaos-Pilot hier, der vom Chaos Racing Team, vielleicht korrekterweise. Oh, zwei Reifen. Das könnten die Fake sein, oder? So, wie sieht's denn hier aus? Ja, diese Nachteiligung von 10 km/h, naja, das war eigentlich zu befürchten. Hier haben wir jetzt, ist das jetzt Michael oder Hasso? Ich kann ihn nicht auseinanderhalten. Ich glaube, das müsste jetzt Michael sein, weil Hasso fehlte die Heckschürze schon. Da kannst du den Namen also auch nicht mehr hinlegen. Ja, aber Michael fehlte sie ja auch, der hat sie ja genau hier weggeworfen. Ja, also der Michael hat nur den Spoiler verloren. Ja. Genau, ja, das müsste also jetzt Michael Welle sein. Das arme Auto, das sieht nicht mehr so heil aus. Nee. Kommt der Fall raus. Uiuiui. Gott, hinten auch eine Riesenwelle, oder? Ja. Ja, hier sind wir. Michael steht sogar hinten drauf. Ja. Sonst spielt hier ja auch 360. Naja. Etwas besser als bei Hasso, aber nicht wirklich konkurrenzfähig. Wird ja auch gleich überrundet von einem BMW T4. Marinus Rieder jetzt an der Box. Über Boxenstops jetzt auf der ersten Position, aber die er jetzt gerade wieder an Schwabitz verloren hat. Und Schurmann jetzt auch vorbei. So, ich werde mich jetzt mal für Zeit verabschieden. Muss erstmal kurz weg. Und